cooles Riesenflugzeug. Das ist gerade auf waghalsigem Einsatz im Amazonas. Weil dort immer noch der Urwald brennt, soll jetzt der Supertanker das Feuer eindämmen. Wir sind beim Einsatz des größten Löschflugzeugs der Welt vor Ort. Das ist der spannendste Job, den wir Piloten je hatten. Denn es ist nicht irgendein Flugzeug, sondern ein echter Superstar. Das größte Löschflugzeug der Welt. Eine umgebaute Boeing 747. Diese Maschine gibt es auf der Welt nur einmal. Sie hat bereits Großbrände in Kalifornien, Chile und Israel gelöscht. Und jetzt soll sie den Regenwald retten. Doch wie funktioniert der sogenannte Supertanker? Was passiert hinter den Kulissen? Bolivien, internationaler Flughafen von Santa Cruz. Von hier aus koordiniert die Armee die Löscheinsätze im bolivianischen Teil des Amazonas-Regenwaldes. Im Kampf gegen die Brände hat man sich das größte Löschflugzeug der Welt als mächtigen Verbündeten geholt. Wir sind mit dem Team hinter dem Supertanker verabredet, direkt am Rollfeld. Hier ist eine Weste für dich, damit man dich sieht, wenn du auf dem Rollfeld bist, und eine für den Kameramann. Das Flugzeug ist nicht da, aber wenn, ist hier ganz schön was los. Ich will sicher gehen, dass man euch gut sieht und nichts passiert. Es ist 9 Uhr morgens. Der Supertanker fliegt den ersten Einsatz des Tages. John Winder ist der Chief of Operations Officer, der Chef am Boden. Er war selbst 40 Jahre lang als Feuerwehrmann im Einsatz. John arbeitet für die US-Firma Global Supertanker Service. Ihr gehört das Löschflugzeug. Unser Auftrag ist, Wasser zur Unterstützung für die Leute im Einsatz zu liefern. Es gibt viele Feuer. Einige brennen im Dschungel, andere auf Farmland oder Feldern. Diese Feuer zu löschen geht nur im Teamwork. Es braucht gute Arbeit am Boden wie in der Luft. Wir sind hier als Unterstützung und tun alles, was in unserer Macht steht. Vor 5 Wochen hat die bolivianische Armee das Supertanker-Team angeheuert. Seitdem fliegt die Lösch-Boeing bis zu 4 Einsätze täglich. Mit Erfolg. Die Flammen können eingedämmt werden. Die Auftraggeber sind zufrieden. Doch so viel Effizienz hat ihren Preis. Der Einsatz des Supertankers ist alles andere als ein Schnäppchen. Wie viel zahlt die bolivianische Regierung? Ich weiß nicht genau. Sicher irgendwo über $100.000 pro Tag, damit wir hier sind und den ganzen Tag arbeiten. Das ist nicht billig. Sind John und sein Team wirklich so viel Geld wert? Noch sieht alles sehr entspannt aus. Auf diesen Moment haben wir gewartet. Der Supertanker kommt. Das größte Löschflugzeug der Welt. 450 Tonnen schwer. Hunderte Millionen Dollar wert. Bei einem einzigen Einsatz ist es so effektiv wie 8 herkömmliche Löschflugzeuge. Die Maschine kommt vom ersten Einsatz des Tages zurück. Noch 3-mal soll der Supertanker heute beim Löschen helfen. Deshalb muss die Wartung innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen sein. Dafür sorgt Scott Olson. Er ist nicht nur Cheftechniker, sondern auch Vizepräsident der Firma. Ich bin in der Luftfahrt, seit ich 20 bin. Ich fliege für mein Leben gern. Flugzeuge überall auf der Welt. Das macht viel Spaß. Und das hier ist eine einmalige Maschine. Ganz einmalig. Früher selbst Pilot, sorgt er jetzt am Boden dafür, dass in der Luft alles glatt geht. Scott verbindet den Bordcomputer mit diesem Koffer und steuert damit das Befüllen des Tanks. Es gibt ein rechtes und ein linkes Tanksystem. Das hier überwacht jeden einzelnen Tank, 1 bis 5, und zeigt, wie voll sie sind. Zeit, uns das Innere des Supertankers anzuschauen. Denn hier versteckt sich sein Geheimnis. Normalerweise sitzen in einer Boeing 747 rund 660 Passagiere. Und jetzt über ein Dutzend Tanks. Vor 6 Jahren wurde das Flugzeug erst zu einem Transportflieger und dann zu einem Löschflugzeug umgebaut.
Kostenpunkt rund 10 Millionen Dollar. Das war mal das Passagierdeck. Die Decke war nicht so hoch, sondern tiefer für all den Stauraum, das Gepäck. Und hier die Sitze. Im Mittelteil befinden sich 10 Tanks. Sie sind in Zweierreihen angeordnet, damit sich das Gewicht gleichmäßig verteilt. Sie sind fest im Flieger verbaut. Für den Rest seines Lebens wird er Feuer löschen. Eine ganze Menge Rohre, eine ganze Menge Arbeit steckt da drin. Was ist in den Tanks? Wasser, chemische Lösungen oder Gel. Was immer wir brauchen, um das Feuer zu bekämpfen. Hier in Bolivien arbeiten wir nur mit Wasser. Denn hier geht es darum, das Feuer aktiv zu löschen. Chemische Lösungen sind nicht nur teurer, sondern werden vor allem prophylaktisch eingesetzt. 75.000 Liter Wasser passen in die Tanks. Damit könnte man 500 Badewannen füllen. Direkt daneben Drucklufttanks. Das sind Lufttanks. In jedem ist Druckluft. Die wird durch dieses System geschickt, um Druck auf die Wassertanks auszuüben. Es drückt das Wasser aus dem Flieger. Das ermöglicht dem Supertanker, das Wasser besonders effektiv einzusetzen. Der Jumbojet fliegt nur 120 bis 240 Meter über dem Feuer. Die Abwurfanlage schaltet der Pilot elektronisch aus dem Cockpit ein. Dann tritt das Löschmittel über die 4 Sprühdüsen unter dem Rumpf aus. Dank der Druckluft kann es nun auf 2 Arten entleert werden. Schnell und mit großem Druck oder tropfenweise über eine längere Strecke. Dabei wirft das Flugzeug die 75.000 Liter ab. Innerhalb von nur 11 Sekunden entleert sich der komplette Tank. Weltweit einmalig und dementsprechend gefragt. 2017 war der Flieger unfassbare 300 Tage im Einsatz. Und der Global Supertanker ist in der Tat global. Er hat bereits in Chile und Israel Feuer gelöscht. Auch in Kalifornien muss er immer wieder aushelfen. Dafür, dass auch heute alles reibungslos funktioniert, sorgt die Crew. 4 Piloten und 2 Löschanlagentechniker sind immer an Bord. Sie teilen sich in 2 Teams auf. Während die einen fliegen, ruhen die anderen. Am Boden wird dann schnell gewechselt. Schichtdienst. Die erste Schicht an diesem Tag fliegt Pilot Marcos Valdez. Lief's bislang gut? Die Mission lief super, ein voller Erfolg. Wir haben 75.000 Liter Wasser auf ein riesiges Feuer abgeworfen, bei Roboray in Bolivien. Seit 6 Jahren ist Marcos Valdez dabei. Vorher war er Pilot in Passagiermaschinen. Auch dort ist er eine Boeing 747 geflogen. Doch beim Feuerlöschen ist alles anders. Es ist ziemlich aufregend. Es ist der spannendste Job, den wir Piloten je hatten. Ich fliege seit 25 Jahren und das ist definitiv mein coolster Job. Es ist nicht wie bei einer Airline, wo man auf die Flughöhe fliegt, dann den Autopiloten einschaltet und 12 Stunden wartet, um am anderen Ende wieder zu landen. Unsere Abwurfhöhe ist 70 Meter über der Erde. Von der Höhe dauert es nur eine halbe Sekunde, bis man auf der Erde aufschlägt. Heißt, ein Fehler des Piloten kann tödlich sein. So niedrig fliegt eine Boeing 747 sonst nur bei Start und Landung. Gleich ist höchste Konzentration gefragt. Dan Scott und sein Team haben die Tanks in nur 20 Minuten gefüllt. Der Flieger kann wieder abheben. Doch dann, ein Reifen sieht nicht gut aus. Er muss noch gewechselt werden. Unglaublich. Auch eine 450 Tonnen schwere Boeing wird einfach aufgebockt und der Reifen von Hand in die Luft gestemmt. Der Reifen ist viel schwerer als beim Auto, aber es ist nicht schwierig. Nach jeder Landung wird das Profil der Reifen gecheckt. Wenn es zu abgenutzt ist, gibt es einen neuen Reifen. Rund ein Dutzend Profis sind beim Boxenstopp im Einsatz. Unmittelbar vor dem Start schauen noch die Auftraggeber auf dem Rollfeld vorbei. Die Oberbefehlshaber der bolivianischen Armee. Das heißt für John Kundenpflege. Von Woche zu Woche entscheiden diese Männer, ob sie den Vertrag mit dem Supertanker verlängern wollen.
Auch wenn Johns Firma ein amerikanisches Privatunternehmen ist, das Sagen hat hier die bolivianische Armee. Und so leitet auch Colonel Burgross die Einsatzbesprechung. Er ist in Kontakt mit den Einheiten, die am Boden das Feuer bekämpfen. Er weiß, wo der Supertanker am besten eingesetzt werden soll. Wir müssen uns auf ein Gebiet konzentrieren und das Feuer dort bekämpfen. Wenn wir viele verschiedene Punkte löschen, werden wir nichts erreichen. Es geht wieder los. Das Ziel, eine neu auflodernde Feuerfront am Regenwald eindämmen, damit Feuerwehr und Armee am Boden weiter vorrücken können. Bereit zum Abflug. Das Feuer ist rund 400 Kilometer entfernt. Für den Supertanker ein Katzensprung. Schließlich wird der Koloss auch voll betankt, fast 900 Kilometer pro Stunde schnell. Nach rund einer halben Stunde kommt Pilot Marcos am Zielort an. Das Feuer breitet sich hier schnell aus. Marcos macht einen Probeanflug, um das Timing auszuprobieren. Gleich muss er das Wasser auf die Sekunde genau abwerfen, um bei dieser Geschwindigkeit das Ziel nicht zu verfehlen. Und los! Trotz der Größe des Fliegers kommt es jetzt auf wenige Meter an. Wenn nur ein paar Flammen weiter lodern, könnte sich das Feuer schnell wieder ausbreiten. Das Wasser landet genau dort, wo Marcos es haben will. Die Mission ist erfolgreich. Und es wird nicht die letzte sein. Gerade hat die bolivianische Armee den Einsatz um eine Woche verlängert. Und dann? Viele Leute haben angefragt. Chile, Paraguay, Peru. Wir wissen es noch nicht. Der Bedarf ist groß. Dann startet die Crew zum dritten Einsatz des Tages. Zwar ist der Kampf gegen das Feuer für John, Marcos und Scott auch ein Business, doch das größte Löschflugzeug der Welt und seine Crew helfen mit ihrem Einsatz nicht nur Natur und Menschen im Amazonas, sondern ein Stück weit uns allen.